Angesichts ihrer Sensibilität für die Aliens sollten sie ihn besser umgehen. Negativ. Die Seth haben eine kollektive Intelligenz, einen Schwarmverstand. Alles dreht sich um den Alpha. Jetzt, wo er frei ist, wachen sie alle auf. Wenn diese Mindcarrier Teil des Prozesses sind, muss ich sie mir ansehen. Einen Schwarmverstand? Sie haben eine Menge Alien-Material in ihrer DNA. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee wäre. Okay. Achtung, Achtung! Hier ist Turm 436. Stehen unter schwerem Beschuss. Massive Seth-Verbände kommen in unsere Richtung. Turm 436, hier Bodeneinheit Theta 1. Wir verstärken den Abwehrwinkel. Theta 1, hier Oberzeit. Größere Einheiten nähern sich eurer Position. Ich zähle 8. Nein, 10 Einheiten. Sag mal, stopp! Turm 436, wir haben hier ein ernsthaftes Problem. Haltet diese Bastarde mit schwerem Gerät auf, bevor sie uns überrennen. Abwehrsystem über 60%. Wir sterben hier wie die Fliegen. Was zum Teufel ist hier los? Jesus! Alter, wie viel Munition schiefe Balle. Kann ich die Waffe wenigstens aufnehmen? Nein, kann ich nicht. Ist das geil. Sie ist, also, manchmal muss man ja Crytek schon lassen, ne? Also, im Dunkeln sieht das schon richtig schön aus. Oh, da hinten geht's lang. Ah, Gefahr. Aua, 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 aua. Aua, aua. Aua. Wo sind wir denn hier? Von denen. Wieso ist denn da ein Punkt? Was ist denn mit dem Punkt? Muss ich da noch hin oder was? Hab schon was vergessen. Ich weiß es nicht. Ah, guck mal da hoch. Was? Achso. Komm her. Yep. Da drüben war jemand. Prophet, bitte komm. Treffpunkt Scheiße. Treffpunkt Scheiße? Okay. Treffpunkt ist immer noch frei, aber da tobt der Bär. Sei vorsichtig. Diese Seth. Scheiße, und ich dachte, die Bastarde auf links Schandwaren macht. Komm schon!
okay, das war zu, das war einfach zu schnell. Das war definitiv zu schnell. Scheiße! Okay, falsche Waffe, definitiv. Treffpunkt ist immer noch frei, aber da tobt der Bär. Wir gehen jetzt nochmal... Sei vorsichtig! Ja, ja. Scheiße, und ich dachte, die Bastarde auf links Schan waren hart. Wir gehen jetzt nochmal da hinten hin. Komm schon! Und versuchen nochmal unsere Waffe zu tauschen. Mensch, wisst ihr, wo das war? Das war doch hier hinten irgendwo. Da. Dann hol ich mir meine Sniper wieder. Ja. Meine Sniper. Nicht wegen irgendwelches Metallzeug. Sehr schön. Das ist mir doch Liebe. Da steht eine. Von wo? Da sind noch Minimum 1, 2, 3. Da steht da einer. Nicht. Doch, da. Ah, der steckt fest. Das Schöne ist, die wissen jetzt nicht, dass ich hier oben bin. Noch nicht. Au! Thank you.
2. Ah, das schaffen wir. Sommer. 3 Stück. Warum schon den anderen jetzt hin? Ach, egal. Okay, da müssen wir irgendwie hin, da müssen wir irgendwie hoch. System X. Der Alpha-Chef. Raus hier. Nein. Psycho. Psycho? Ich höre dich. Brauchst du was? Nein, wollte mich nur melden. Bin in etwa 30 Minuten am Treffpunkt. Irgendwas hat er jetzt genommen oder aufgenommen oder mitbekommen und ich weiß von nichts. Ich hab doch nur auf dem gestanden. Okay. Nur ist schon wieder übertrieben. Oi, was ist das? Okay. Das reagiert auf alle Fälle auf mich. Die war nicht schlecht, Umsetzung war scheiße. Prophet! Okay, das gucken wir uns nochmal an. Immer
noch keine Spur von Rush. Dafür haben wir Seth-Aktivität im gesamten Dom. Cell wird ausgelöscht. Dom wird aktiviert. Warte, bevor wir da runtergehen. Hab ich hier noch was entdeckt? Yes, sag mal. Danke. Nein, falsche Waffe. Gib mir meine Waffe wieder. Okay, hier haben wir Granaten. Dieses sind solches Tralala. Okay. Verstecken wir uns hier oder verstecken wir uns da? Aua. Schon wieder drauf gesessen. Und hier kann ich nicht raus. Okay, dann. Auf geht's. Sama, gehst du hier? Achso, deswegen. Wir sollen die Granaten einstecken. Aber nein, das war C4, was wir jetzt benutzt haben. Au, schon wieder die Füße verbrannt. Also, wenn ihr Crysis spielen solltet, Entfernung von Flammen. Alter Schwede. Da lang? Keine Ahnung. Prophet, das Kommunikationsnetz ist bald wieder online, aber unsere Feldkommandeure melden von überall wiederbelebte Seth. Der Dom ist noch intakt, aber im Innern... Mein Gott. Sie löschen alles Menschliche aus. Ich muss Rush finden. Ich bin für sowas nicht ausgebildet. Prophet, Vorsicht. Sie nähern sich einem deaktivierten Finger. Angesichts der Seth-Aktivitäten könnte er reaktiviert werden. Sie sollten ihn umgehen. Vermutlich, aber wenn er eine Energiequelle hat, kann ich sie vielleicht nutzen. Komm, mach's Maul auf. Okay, er brennt. Nein, jetzt nicht nachladen, verdammt. Oh. Das ist doch doof. Okay, wir müssen auf alle Fälle jetzt erstmal darüber. Da drüben ist aber auch irgendwie noch was, wo ich hin muss. Gut, dann machen wir uns mal hier rüber. Sehr schön. Das sind die Granaten, die wir brauchen. Was haben wir hier? Das ist das. Das ist eine Mod K60. Ups. Wo hat er mich denn jetzt gesehen, wenn ich ihn noch nicht mal sehe? Aber da ist irgendwas da. Komm, wir gehen mal hin. Hier ist was. Ein Riesenvieh. Oh oh.
Irgendwie muss ich an den Großen da rankommen. Hallo. So, und jetzt? Hey, Lotz. Der ist jetzt am Arsch. Denke ich zumindest. Irgendwo muss ich die Energiequelle finden. Das ist das, was ich jetzt rausgehört habe, sage ich jetzt mal. Aber hier hinten finde ich doch keine Energiequelle. Das war die einzige, die ich eben gesehen habe. Die einzigste. Ja, ja, ich weiß. Komm, wir laufen mal hier lang. Hallo. Irgendwas auf dem Kopf. Aber mehr sehe ich auch nicht. Was? Kann die hacken? Sich weg. Was ist das für ein kleiner Freund?
fucking hell. Hier bin ich richtig schön in der Falle. Oh, lauf, du Schlampe! Nix wie raus hier. So, wo muss denn hin? Da. Oh, okay, beinahe erschlagen worden. Das wird noch ein hartes Stück Arbeit. Okay, ich muss da rüber. Yes, sis. Okay, springen. Überlässt du das Kämpfen eigentlich immer mir? Hör zu. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht gerne du wäre. Selbst mit dieser ganzen Hardware, Wetware, Seth-Mutanten-Scheiße unter deiner Haut. Ich würde sofort mit dir tauschen. Komm schon. Was guckst du links und rechts? Lauf endlich, verdammt. Ach du Scheiße. Ei. Gott, was ist denn hier passiert? Oh. Sal hat mich hier monatelang eingesperrt. Ich wusste nie, wie weit sie diese Scheiße treiben würden. Tja. Es wäre nur eine Frage der Zeit gewesen, bis sie mich in eins dieser Dinger gesteckt hätten. Weil der Nanosuit genau das ist, oder? Ein Seth-Exoskelett. Ja, wo du recht hast, hast recht. Die Flashbangs jedes Mal. Ist schon anstrengend. Wieso sind wir eben ins Wasser gelatscht und jetzt wieder durchs Wasser gelatscht? Also das geht, eigentlich stimmt das immer gar nicht, ne? Also müsste ja Wasser runtertropfen hier.
Eieiei. Mach auf. Was war eben H? Achso, ja. Hallo? Achso. Ihr verdammten Selberstarre! Das werdet ihr büßen! Ihr Bastarde! Wo zum Teufel seid ihr? Musst du so laut sein? Psycho? Wenn ich den Selbastard finde, der das getan hat, bring ich ihn um! Das war's. Claire, mach die Tür auf. Warte. Geht's dir gut? Ja. Geht's? Ja, halbwegs. Kalibriere Sensorsteuerung. Es dauert noch etwas. Kompensiere. Sind drin. Erfasst. Setz dich, Kumpel. Wir müssen ganz sicher gehen. Wenn wir den Anzug entriegeln, müssen wir den Nanitenstrom umleiten. Wenn er jetzt schon Self-Tag in sich hat. Nicht auszudenken, was dann passiert. Bist du sicher, du kriegst das hin, Boss? Tu es. Ich aktiviere die Gedächtniswiederherstellung. Filter. Es gab immer einen Zug. Wir haben ihr Wesen grundlegend verändert. Aber angesichts eines Feindes mit einer so starken genetischen Qualität. Wir müssen wie sie werden. Wir haben ihre Dopaminrezeptoren blockiert, um ihren Verstand zu schützen. Ohne sie würde der Schwarmverstand sie vernichten. Okay, holen wir ihn raus. Die Dopaminblocker sind weg. Ich registriere kritische neurologische Veränderungen. Er müsste jetzt eine saubere Verbindung mit den Seth herstellen können. Was ist das? Michael, tu das nicht. Nein! Warum nicht? Es wäre nicht gut. Aktion ab. Danach ist der Nanosuit vollständig entfernt. Subjekt 8A, Sergeant Michael Sykes, funktioniert noch immer nahezu optimal. Allerdings ist ein beschleunigter Verfall zu erwarten. Du hast mir das angetan. Michael, bitte hör mir zu. Du bist der Grund, warum ich bekämpfe Sal wegen dir, weil... Das mit uns deshalb? Oder hast du nur so getan? Deswegen? Weil du dich verdammt nochmal schuldig fühlst? Ich hatte keine Wahl, Michael. Das Help-Programm, wir hatten Schulden. Du weißt, wie das läuft. Ich musste das tun. Mit all diesen Leuten. Tag für Tag musste ich mir ihre Schreie anhören. Andauernd, andauernd. Ich weiß, was ich getan habe. Gott, das kannst du mir glauben. Und ich muss für den Rest meines Lebens damit fertig werden.
Ich muss mich dem jeden Tag stellen. Michael! Und wenn du dich schlecht fühlst, ist es okay, oder? Wenn es dir arg so leid tut, Claire. Wieso musste ich es so erfahren? Warum hast du es mir nicht einfach gesagt, du Verleugner? Hör mir zu. Du weißt, wie das läuft. Und dass sie keine Wahl hatte. Sie hat getan, was sie tun musste. Keine Wahl? Sie hat nur getan, was ihr gesagt wurde? Hat nur Befehle befolgt? Was ist denn das für eine Scheiße, Prophet? Aber eines sage ich dir, sie hatte recht, was dich angeht. Du könntest genauso gut eine Scheißmaschine sein, weil du nichts Menschliches mehr an dir hast. Okay, Menschlichkeit war nie deine Stärke, aber Herrgott nochmal, sieh dich an! Wessen Gesicht verbirgt sich heute unter diesem Helm, Prophet? Hast du überhaupt noch ein Gesicht? Wir mussten alle Opfer bringen. Du hattest die Wahl, Mann. Jeder hat die Wahl. Ich hab dir alles gesagt, was du wissen musstest. Erinnerst du dich an die hier? All die Männer, die unter deinem Kommando gestorben sind, weil du nur Befehle befolgt hast. Weil du keine Wahl hattest. Genau wie sie. Zeig Nein, mich. Mann. Nimm deinen Anzug und führ deine eigenen Kriege. Wie immer. Michael, warte. Nein, Claire. Er hat recht. Lassen Sie ihn gehen. Oh Gott. Es gibt Neuigkeiten über Red Star Rising. Hören Sie genau zu. Archangel ist eine wichtige Regulatorplattform in Cells neuem drahtlosen Energienetz. Aber das ist noch nicht alles. Der gewaltige Energiespeicher des Systems kann auf eine flächendeckende Energiewaffe umgeleitet werden. Das bedeutet die sichere Vernichtung feindlicher Elemente und die Entvölkerung ganzer Großstädte. Einige Protokolle sehen den Einsatz von Archangel in verschiedenen anderen Szenarien vor. Im Falle einer Bedrohung durch Seth der Stufe 3 leitet Archangel automatisch das aggressivste aller Protokolle ein. Red Star Rising. Oh Gott. Sie werden New York zerstören. Totale, orbitale Vernichtung.